An diesem Samstag war wirklich was los in Schweinfurt. Es gab zwei Flohmärkte. Ein Flohmarkt auf dem Volksfestplatz, organisiert von der SKG, und ein Flohmarkt in der Stadt Ramadama. Und wir waren bei beiden Flohmärkten mal dort, haben uns mal umgeschaut. Und man sieht, hier auf dem Volksfestplatz gibt es jede Menge Sachen zum Anschauen. Hallo. Ja. Die SKG hat also Bratwürste und Steaks und so weiter gebraten, hat die Leute versorgt. Hier okay, eine Käfersammlung. Da will ich auch mal filmen, ja. So, morgen. Gab auch einiges Kurioses zu sehen. Und es war wirklich sehr, sehr interessant, dieser Flohmarkt. Und Dankeschön an die SKG, dass ihr das organisiert habt. Oh, da gibt es auch die Plattenspiele. Ja, da gibt es auch Plattenspiele. Auf diesem Flohmarkt gab es wirklich alles, was das Herz begehrt. Ein Feuerwehrhelm, genau. Sägen. Biergrüch. Biergrüch gab es auch, jawohl, jede Menge. Oh, das sind ja Biergrüch, die sind ja schon vom Volksfest. Volksfest Schweinfurt. Ja, genau. Wahnsinn. Die haben schon bald historischen Wert. Guckt euch mal das an, 100 Jahre Volksfest, Biergrüch. Also mir hat es gefallen bei dem Flohmarkt am Volksfest, organisiert von der SKG. Und es immer mehr Leute sind also geströmt gekommen. Und ich war früh noch dort und da war noch einigermaßen Platz. Das war noch Kameratechnik da. Das war noch Kameratechnik, das stimmt. Aber dann später war schon ganz schön viel los. Aber den Leuten hat es gefallen. Und ich bin dann hier nochmal eine Gitarre. Ja, Gitarre ist natürlich immer was für mich. Die muss ich immer anschauen. Als Telefon. So, und dann bin ich reingegangen zur Ramadama nach Schweinfurt in die Innenstadt. Das war natürlich ein Flohmarkt der Einzelhändler, wo die Einzelhändler ihre Sachen rausgetan haben aus ihrer Lage. Und war auch sehr schön, weil die Verbindung mit dem Pflasterklang natürlich steige Konkurrenz zum Volksfestplatz. Aber man hat gesehen, es waren genug Menschen da, die beide Veranstaltungen besucht haben und die bei beiden Veranstaltungen viel, viel Spaß gehabt haben. Also mir ist es zumindest so gegangen, mir haben beide Veranstaltungen sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe, dass es so weitergeht und Corona uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.